Der nächste Eckball, wieder Slatko Junusovic und da ist Seko Keita. 2-0 Salzburg, 29. Spielminute, 11. Saisontreffer von Seko Keita. Er trifft alle 60 Minuten in der Liga, das ist ein sensationeller Wert. Aber schauen Sie sich an, wie frei er hier nach einer Standardsituation zum Kopfball kommt hinter Reifelshammer. Dann der nächste Fehler im Spielaufbau, diesmal von Ziegel. Und dann geht's wieder ganz schnell. Christensen auf Keuter, da ist Pazzo und Dacker. Und es steht 3-0 für Salzburg, noch vor der Pause in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. 10. Tor von Dacker in seinem 10. Saisonspiel. Er trifft also praktisch in jedem Spiel. Aronson setzt hier Ziegel unter Druck. Dann keine Abseitsposition von Dacker, gleiche Höhe mit Rainer beim Pass von Keuter. Und der Pausenstand heißt Salzburg 3. Ried 0, die Partie zu diesem Zeitpunkt praktisch.